Moin Freunde, willkommen zurück zu Street Fighter 4, dem großen Turnier. Wir kämpfen jetzt um Platz Nummer 4 und Platz Nummer 3. Da geht's nochmal um den Arschlochplatz auszuloten. Irgendwas, was niemand in solchen Turnieren haben möchte, weil es jedem eigentlich total egal ist. Aber wir müssen noch so ein bisschen, das Feuer schüren. Das Finale zwischen Honda und... Was war das? Cody? Ja, Honda und Cody. Die im Finale stehen. LeBrain Pain und Omi Wee. Das wird nochmal eine heiße Sache. Aber erstmal lassen wir Ludings und Gulbu 2 gegeneinander kämpfen. Guy und M. Bison. Dann wollen wir mal. Hoffentlich gebt ihr uns eine schöne Kulisse. Ja, Drive-In at Night. M. Bison natürlich immer noch sauer, wegen seiner Niederlage gerade eben. Genauso wie Guy. Beide stecken ihre komplette Wut in diesen Kampf. Wer am Ende gewinnen wird, wir werden ja sehen. M. Bison fängt an. Mit einem Captain Falcon Move und er fährt über den Boden. Da wird ihm sofort das Knie in die Klöten gestampft. Sowas tut weh. Oh, und die Schädeldecke. Au, 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 au. Und da hat er die Verteidigung gebrochen. Die Lowrider-Maschine hinten hilft ihm auch nicht wirklich. Und M. Bison macht seinen Mega-Kopfstoß. Und es reicht. Es reicht, um Guy in die Knie zu zwingen. Ja, der Mann ist sauer. Der Mann ist sauer. Der Mann wollte eigentlich ins Finale, aber er hat es nicht geschafft. Und Guy müsste jetzt noch mehr Luft in der Leitung haben. Er wird ja gerade vermöbelt. Schon wieder kriegt er einen zwischen den Ohren. Ja, M. Bison ist schon ein harter Gegner. Das kann man gar nicht anders sagen. M. Bison ist heftig drauf. Aber... Guy ist auch nicht von schlechten Eltern. Er weiß ganz genau, was er dagegen machen kann. Vielleicht mal eine Ulti zünden. Ich glaube, das wäre jetzt gerade nicht mal so schlecht. Ich werde vom PlayStation Network abgemeldet, stand da gerade. Das ist eine feine Sache und das interessiert mich jetzt gar nicht. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Sie schenken sich beide nichts. M. Bison hat wieder ein wenig aufgeholt. Er hat diesen Kampf gewonnen. Und somit steht der dritte Platz fest. M. Bison Gulbu 2 auf dem dritten Platz dieses Turniers. Tut mir leid, Ludings. Platz 4 ist aber auch bei der großen Anzahl von 39 Kontrahenten etwas, worauf man stolz sein kann. Definitiv. Und wir sehen uns dann im Finale LeBrain Pain gegen Omi Wee. Bis dann.